geredet hat und war großartig. Also Authentizität, tschüss. Wunderschönes Wetter gehabt und Leo bockt. Leo kriegt sein Fahrrad gerade nicht auf. Tatsächlich hatte ich gar kein richtiges Highlight, weil ich das ganze Wochenende als Highlight sehe. Ihr lieben Tartu. Kommt alle nach Tartu, weil hier ist es wunderschön. Und kalt. Wir fahren jetzt noch ein bisschen Fahrrad und Leo hat endlich sein Fahrrad entsperrt. Und wo ist er jetzt? Highlight war definitiv das Fahrrad. Entschuldigung. Was ist das für ein Fahrrad? Warum willst du das unbedingt fahren? Das ist ein E-Fahrrad. Mein Lowlight war definitiv... Ich hatte tatsächlich keins. War einfach nur astrein. Würdest du Tartu weiterempfehlen und auf warum? Auf jeden Fall. Ey, kommt alle nach Tartu. Habt ihr kalte Füße? Ganz kurz, um Bezug zu meinem Blog herzustellen. Ja. Way! Komm zu mir! In vielen größeren Städten hat sich ja momentan dieser Trend zum E-Roller entwickelt. Wir haben hier in Tartu E-Bikes und das ist eigentlich ziemlich praktisch. Man braucht nur diese App, Tartu Smart Bike. Und dann kann man sich einen Account machen, dann bezahlt man 30 € im Jahr und dann kann man die sich immer ausleihen und damit rumfahren. Das ist super praktisch und eine super Alternative, vor allem im Sommer, zu den Bussen, die es hier auch gibt. Und wir kommen jetzt gleich zurück und dann gehen wir ins Upside Down House. Hinter mir seht ihr es. Es ist alles verkehrt herum. Also außer wir sind richtig herum. Alt. Ich. Nö, ich heiße Mina. Du heißt Sina. Nein. Ja. Nein heißt A. Ja heißt ja. Das hat was mit dem Haus zu tun auf jeden Fall. Haus und... Garten. Richtig. Garten. Wo sind wir gerade? Anni! In Tartu! Wo stehen wir denn gerade hier? Emme! Vor der Universität! Und was machen wir jetzt? Alex! Wir gucken uns einen Film an auf dem Filmfestival. Wer sind wir eigentlich? Ja, Emmy! Die Baltikanten! Ein Highlight war auch der Film gestern Abend. Gleichzeitig auch ein Lowlight, der Film. Am Anfang dachte man, ja, es wird eine Flüchtlingsstory und alle werden Freunde. Und dann hat plötzlich der Opa die Tierärztin umgebracht. Und dann nahm der Film nochmal eine komplett andere Wendung. Er hat Bein abgeschnitten. Und dann starb der Typ und dann hat er den Typ gemeinsam mit dem Bein und dem Hund, dem Toten, in seinem Garten vergraben. Okay. Wurst. Wurst. Ja. Wir machen noch eins, was schwieriger ist. Sacksama. Sacktelefon. Wochenmarkt? Sack. Was heißt denn Sack? Sack heißt Gott. Ich hab gefragt, was Sack heißt und du hast gesagt... Auf Estnisch. Ja. Gott. 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 Nein, Leute, das ist ein Struggle. Ja, das ergibt keinen Sinn, Leo. Sonntag. Samstag. Kann man das tun? Nee, es ist ein Hauptwort. Hund. Nein, Hund ist Square. Familie. Familie ist Pere. Das ist ein Ort und die Leute, die da hergekommen sind, die kamen aus einem bestimmten Gebiet eines Landes. Und weil die daher kamen, heißt das heute Sachsama. Aus irgendeiner Umgebung von Deutschland. Hier, was gab's denn? Ja, die kamen aus Sachsen und deswegen heißt heute Sachsama. Ja. Ah, da haben wir sogar so ja. Sachsama. Naja, die Sachsen waren die ersten, die in Estland waren. Und deswegen haben die gesagt, ja, wir kommen aus Sachsen. Und deswegen heißt Deutschland jetzt Sachsama. Tö. Straße. Weintraube. Haus. Sag irgendwas mit der Grüße. Ja, hallo. Hallo? Nein, aber sie sagt was anderes. Hey, was geht? Wie geht's hier? Tö ist ein Wort und Ö ist ein Wort. Schlaf schön. Gute Nacht. Waschmaschine. Ey, Tötap. Ey heißt nicht oder nein? Es funktioniert nicht. Ja, aber in Englisch. Was heißt funktionieren? Ja, Work. Arbeit. Ja. Also was heißt Tö? Also was heißt Nacht? Tö. Arbeitsnacht. Ja, Arbeitsnacht. Tö. Yay. Hey, wo ist Leo jetzt? Warum ist er nicht bei den Barbies? Oh mein Gott, ich hab mich auch. Bloß da hatte der Typ nicht lange Haare.
Leo, wo bist du? Was machst du gerade? Warum? Warum warst du nicht bei der Barbie-Ausstellung? Weil ich erstens Barbie echt uncool finde und ich eure Freude nicht verstehe. Warum schießt er denn jetzt von sich? Hallo Freunde, willkommen im Spielzeugmuseum. Mengi, Mann. Kann man was essen? Man kann es nicht essen. Nein. Ist es Spielzeug? Nein. Das ist nicht, es ist kein Omen. Aber es hat was zu tun. Wir spielen. Spielen, ja. Mengi heißt Spielen. Was mich aufregt, ich bin dreimal hintereinander aufgefahren. Verdammt, das ist 50 gekommen. Dreimal wieder hier. Wie war nochmal euer Lied im Kindergarten, wenn ihr aufräumt? 1, 2, 3, das Spielen ist vorbei. Okay, ja, das sind wir auch. Alle Kinder. Nein, nee, das nicht. Groß und klein, ich. Räumen jetzt ihr Spielzeug ein. Das sind wir nachher. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott, du hast gewonnen. Was willst du den Fans sagen? Danke, dass ihr so lange nicht an mich gestanden habt. Der Skifahrer hat mich ein paar Mal umgenietet, aber dennoch habe ich den Berg erklungen. Nochmal, nochmal. Ja. Emmy, filmst du auch? Filmst du hochkant? Willkommen zu den internationalen Turnmeisterschaften. Heute am Start Holger. Holger. Wir sehen einen Aufschwung und einen Aufsitzschwung. Was für eine Punktzahl gibst du, Holger? 10 von 10 Punkte, oh, wenn er jetzt nochmal richtig reinhaut. Und oh ja. Es ist unglaublich. Der es weltbeste Turner in ganz Estland. Ich versuche das zu verheddern, weil das hat sich verheddert. Das hatte ich früher auch. Hier! Jetzt nochmal Gas! Wir schaukeln. Also ihr seht unser wunderschönes Kunstwerk im Hintergrund. Lapselaps. 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 Also Kind ist gar nicht so schlecht und weißt du auch warum? Weil Laps Kind heißt. Laps und Laps. Kinderkind. Kind ist Kind. Enkelkind. Yeah! Ja? Ja! Ja, wirklich! Enkelkind! Sternwarte. Die Sternwarte. Wo sieht man? Ich würde gerne dieses Teleskop. Ja. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Okay. Oh, yes. Puh-Pär. Mhm. Genau. Es geht schon mal nicht in die schlechte Richtung. Toilette? Nein. Hundefutter? Nein, also nicht in die Hunderichtung. Okay. Katzenkuchen. Von der Einstellung her. Ich erzähle mal zurück aus eurem Diskussions. Welche Einstellung? Was meinst du? Was können Sie noch Was heißt denn Puh? Also wenn du rausgehst, dann sind davon ganz viele. Vor allem in Estland gibt es sehr viele von dem Puh. Über die Hälfte von Estland ist bedeckt mit Puh. Mit, genau, Bäume. Puh ist Baum. Baum. Und was ist Peer? Das Wort Peerlin. Lin heißt Stadt. Das könnte Peerlin heißen. Tallinn ist die Peerlin von Estland. Genau, Hauptstadt. Was könnte noch Peer bedeuten? Das sagt man auch im Deutschen, sagt man zu einem bestimmten Körperteil auch. Baumkopf. Ja, der Baumkopf. Holzkopf oder Baumkopf oder Idiot. Dummkopf, Schwachkopf, ja sowas. Herzlich willkommen zu Kalte Füße. Heute haben wir heute alle kalte Füße. Habt ihr kalte Füße, Leute? Warum lauft ihr weg? So, Anni hat vor allem kalte Oberschenkel. Ja. Feuertreppe. Kann man machen. Ja, wenn man flüchtet ins Feuer, ja. Oben aufs Dach. Ja, dann, das machen die Esten immer so. Und da oben ist auch die Flagge. Sieht man die? Oh, das ist mega nice. Wir haben jetzt hier wunderschöne Aussicht über Tartu. Also, wenn ihr mal in Tartu seid, die Sternwarte lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn es kalt ist, dann frieren euch alles ab. Wir lieben Tartu.